Ja, natürlich ein tolles Buch und das zeigt, was einem Menschen wie Michael Ende möglich ist, in so eine Fantasiewelt einzutauchen oder sie zu kreieren sogar. Ja? Und ich denke, da kann jeder Mensch ein bisschen was davon lernen, weil ich finde Fantasie ganz wichtig zum Leben, auch zum Wohlfühlen. Nicht umsonst gibt es für Kinder Märchen, aber ich finde Märchen für Erwachsene, was ja auch eine unendliche Geschichte auch ist, finde ich auch sehr, sehr wichtig, ne? dass der Mensch in diese Bereiche auch mal abdriften kann und auch mal entspannen kann und in eine andere Welt eintauchen kann. Ich glaube, das macht viele Problemchen, die man so hat im Alltag, relativiert das wieder. Ui, ist ja toll. Das ist auch das Schöne an Büchern, finde ich. Dass jeder Mensch, der die Bücher liest, dann halt doch seine eigene Welt irgendwie auch kreieren kann. Ne?